zwei Oldenburgerinnen spielen eine tragende Rolle in der bei der niederländischen Nationalmannschaft. Jetzt in Serbien bei der Weltmeisterschaft seid ihr wieder zusammen, nachdem Lois lange verletzt war. Wie geht's dir? Auf welchem Stand bist du jetzt? Ja, mir geht's jetzt eigentlich gut. Ich trainiere seit letzter Woche Mittwoch wieder mit der Gruppe, mit der Mannschaft und darf auch alles voll machen. Und morgen gibt's noch eine letzte Untersuchung, hoffentlich beim Arzt. Und ob ich am Mittwoch spiele, weiß ich nicht, weil es bringt mir auch nichts, wenn ich zu früh anfange. Und wir schauen mal, ich fahre auf jeden Fall mit und dann nächste Woche, dann geht's los. Mittwoch das Spiel gegen Göppingen, danach fahrt ihr zum Turnier nach Norwegen. Mhm. Was denkst du, was bedeutet das, wenn Lois wieder zurückkommt für eure Durchschlagskraft im Angriff? Das muss gut sein, oder? Ja, natürlich, Lois ist eine gute Spielerin und die kann von ganz weit weg kann sie richtig durchwerfen und das brauchen wir auch, weil wir haben auch schnelle Leute, die 1-gegen-1 spielen, aber wir müssen auch jemanden haben, die von ganz weit weg werfen kann und Lois kann das sehr gut. Und ja, ich spiele sehr gerne mit Lois. So, ich bin froh, dass sie wieder dabei ist. Mit euch beiden auf halb links und auf halb rechts, die Rückraumzange, habt ihr Russland geknackt in der WM-Qualifikation. Ihr habt jetzt die beiden letzten Spiele in der Europameisterschaftsqualifikation schon für 2014 sehr erfolgreich bestritten. Wie weit ist die niederländische Mannschaft jetzt, wenn es ins Turnier in Serbien geht? Ja, ich glaube, wir haben uns gut eingespielt schon bei der EM-Quali. Es war natürlich nicht die schwierigste Spiele, aber es war gut, um uns einzuspielen. Und wir haben natürlich noch ein Turnier in Norwegen. Und ja, wir haben noch genug Trainingen und dann sind wir bereit für die WM. Allerdings, ihr habt eine richtig schwere Gruppe, finde ich. Frankreich ist dabei, Montenegro ist dabei, Südkorea, von dem man Montenegro Vize-Europameister letztes Jahr. Südkorea, bei dem man auch nie weiß, wie nah die Olympischen Spiele sind, also wie stark die sich präsentieren, aber wahrscheinlich ziemlich gut. Was ist das Ziel? Mit welchen Erwartungen fahrt ihr nach Serbien? Ja, wir hoffen natürlich auf jeden Fall in die Hauptrunde zu kommen. So, das bedeutet auf jeden Fall bei der ersten vier. Ja, und dann schauen wir mal weiter, weil es wäre ja natürlich auch gut, nicht das vierte die Vorrunde zu beenden, weil dann muss man gegen die Nummer 1 spielen. Und ja, wir müssen mal gucken, Südkorea ist immer natürlich für uns ein bisschen ungewohnt, weil die ganz klein und schnell sind. Aber ja, ich glaube trotzdem, dass wir eine schwierige Gruppe haben, haben wir auch gute Chancen. Wie ist die Stimmung in der Niederlande eigentlich, was den Frauenhandball angeht? Ihr habt ja auf die Europameisterschaft letztes Jahr als Austrägerland, also nicht ihr beide, aber euer Verband verzichtet aus finanziellen Gründen. Wie ist die Stimmung? Wie gibt es eine Euphorie auch um die Mannschaft, die ja sehr jung ist und doch sehr erfolgreich, obwohl viele erfahrene Spielerinnen vor kurzem aufgehört haben? Ja, ich glaube, die Stimmung ist gut, weil letztes Jahr haben wir natürlich kein EM gespielt und darum sind wir jetzt auch so weit, dass wir jetzt endlich mal wieder ein WM spielen möchten und ich glaube, dass in Holland alle so darüber denken und einfach Lust haben auf diese WM. Kennt das ja auch schon, jetzt ist nicht euer erstes Turnier, auch nicht die erste Weltmeisterschaft. Die Anstrengungen sind enorm. Weil ihr spielt, wenn es richtig gut läuft, 9 Spiele vom 7. bis zum 22. Dezember. Wie haltet ihr das durch? Ja, ich glaube, wir haben auch einen sehr breiten Kader und da sind natürlich eigentlich auch 2 Spiele, zum Beispiel eine Vorrunde, die wir eigentlich kein Spiel ist einfach, aber die sollte was einfacher sein und ich glaube, da müssen wir auch viel wechseln und die Spielerinnen, die dann bei der ersten 7 gehören, dann ein bisschen Ruhe zu geben und ja, so müssen wir, glaube ich, dann das Turnier ja so weitermachen, weil keiner kann 7, 8, 9 Spieler in 2 Wochen spielen und wir brauchen einfach viel zu wechseln und ja, da mal gucken. Dann geht es schon weiter am 28. in der Bundesliga. Zwischendurch ist noch Weihnachten. Das wollt ihr bestimmt auch noch feiern. Also ihr habt einen stressigen Dezember vor euch. Ja, stimmt. Aber WM-Spiel ist natürlich schön. Und danach ist auch Weihnachten, können wir ein bisschen ausruhen, schön essen, bei der Familie sein und dann geht's wieder los.